Mit dem Aufkommen von neuen Entdeckungen in der Quantenphysik, der Genetik und im menschlichen Energiefeld sehen wir heute folgenschwere Veränderungen im Gesundheitswesen. Zahlreiche Studien belegen die Effizienz der Energiemedizin. Menschen auf der ganzen Welt wenden Energieheilung und Geist-Körper-Techniken für ihre Selbstheilung an, um ihre Gesundheit zu verbessern und die höheren Schwingungsenergien von Gleichgewicht und Frieden zu erleben. Diese kraftvolle Welle breitet sich über die Welt aus. Sie führt zu einer Verwandlung des Bewusstseins und trägt zur Evolution der Menschheit bei. Mit Energiemedizin berühren wir das, was der Seele am nächsten ist: den Geist der Menschheit. Das Interesse an der Energiemedizin und ihr Aufstieg tragen zu etwas viel Größerem bei. Ich sehe, dass der nächste Schritt in der Evolution der Menschheit darin besteht, den Geist noch stärker zu nutzen. Die Kraft des positiven Denkens, die Kraft der positiven Energie. Wenn wir eine positivere Zukunft aufbauen wollen, müssen wir anfangen, diese Zukunft gemeinsam zu visualisieren und zu beabsichtigen. Ich glaube, wir können das. Und die Energiemedizin zeigt uns, wie das geht. Diese Veränderung wird immer stärker, je mehr Menschen dafür sorgen, dass sie geschieht.